Freunde, ich sitze jetzt hier im Auto, habe jetzt den ML abgeholt und fahre jetzt zum Platz, den Autotrailer ranmachen und dann den Citroën C3 von Hanna aufladen und zur Werkstatt bringen, um dort festzustellen, was mit dem Auto genau passiert ist. Um nochmal rückblickend euch zu erzählen, hier Hanna hat vor fünf Monaten ein Auto bei mir gekauft und das ist ein Sensor Drive Citroën C3 aus dem Jahr 2004. Sie ist jetzt liegen geblieben und es sieht so aus. Auf jeden Fall sonntags ist sie liegen geblieben, hat mich dann angerufen und sagte, du, ich bin's Hanna, die den blauen Citroën gekauft hat. Was kann man denn da machen? Ich bin hier liegen geblieben auf der Landstraße. Ich habe gesagt, ja, was machen wir denn jetzt? Ruf mal den ADAC an. Bist du ADAC-Mitglied? Ja, sagt sie. Wunderbar. ADAC angerufen und die haben sie dann auch abgeholt und zu mir gebracht. Dort haben wir uns dann am Sonntag getroffen. Wohlgemerkt, Sonntag war ich für sie erreichbar. Dort haben wir dann den Wagen abgeladen. Diese ganzen Stories findet ihr auch bei TikTok. Ne? Der eine oder andere wird es dort finden oder auch schon kennen. Abgeladen. Ich habe ihr dann versichert, dass wir uns drum kümmern und dass du bald wieder mobil bist. Ich habe ihr jetzt Ersatzteile auch gekauft. Aufgrund einer Ferndiagnose denken wir, dass das Fahrzeug was mit der Kupplung hat. Ganz genau sind wir uns natürlich nicht sicher, aber damit wir die Hebebühne nicht blockieren, machen wir folgendes, nehmen die Kupplung mit und Getriebeöl in so Hülse und Ausrücklager. Und noch Lager für die Simmeringe direkt und lassen das dann, wenn der Wagen oben ist, direkt mittauschen. Dann wird das nochmal programmiert, das Getriebe, was wohl der schwerste Teil sein wird von dem Ganzen. Und dann wollen wir hoffen, dass das funktioniert. Ach, eine Sache habe ich noch im Petto. Wir werden noch den Gangsteller tauschen, denn der geht auch ganz oftmals kaputt. Und dann dürft ihr gespannt sein, liebe Freunde. Ob es das war, kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Auf jeden Fall, lass ein Abo da, wenn du wissen willst, wie es jetzt weitergeht. Und dann weißt du Bescheid. Bis zum nächsten Teil von Was ist mit Hannas Citroën C3? Das ist ja nicht die einzigste Baustelle. Ich habe dann auch noch so einen Golf 4 aus dem Baujahr 2000. Der wurde verkauft im Dezember, auch im Dezember. Und ja, das Auto hat immer mal wieder Probleme gemacht. Und zwar einmal war das Thermostat defekt gewesen. Das Auto wurde nicht warm im drinnen, die Heizung. Das einmal. Dann, was war noch gewesen? Bevor ich ihn verkauft hatte, habe ich ihn ja schon auf Herz und Nieren geprüft. Das bedeutet Bremsbeläge vorne, Bremsbeläge hinten, Zahnriemen erneuert, ja, Motorölwechsel gemacht. Das mache ich bei den alten Autos immer generell. Ja, damit, wenn die Fahrzeuge auch in einer anderen Werkstatt reinfahren, dass sie schon mal sehen, Mensch, der Typ hat da wirklich Geld investiert in das Auto. Und das ist schon mal Auto Alex Quality. Nichtsdestotrotz bleibt es ein altes Auto und macht hier und da ein paar Problemchen. Hier in diesem Falle kam der Wagen dann beim Fahren, ist er einfach mal ausgegangen. Einfach ganz kurz aus und wieder an. Okay, keiner wusste, was es ist. Und dann habe ich natürlich das Auto zu mir genommen, nachdem wir dann den Nockenwellensensor getauscht haben, Kurbelwellensensor. Und was haben wir noch getauscht? Nockenwellensensor, Kurbelwellensensor. Das waren nicht die Fehler, warum er ausging. Der ging trotzdem noch aus. Haben wir dann festgestellt, dass das Steuergerät einen Kurzschluss hat. Ja? Also irgendwie, aus irgendeinem Grund, fragt mich nicht warum, ist das Steuergerät daran schuld gewesen. Okay, dann haben wir einen Fachmann geholt, der das Steuergerät ein neues programmiert, neue Software drauf macht. Aber nicht auf das, was eingebaut war, sondern auf ein anderes. Das andere Steuergerät habe ich von einem anderen Golf, den ich als Teile Träger bei mir auf dem Platz zu stehen habe, ausgebaut. So, und da fing dann das Dilemma an. Fahrzeug, der Typ
das hat sich 3 Monate lang hingezogen. Die Kunden wirklich erstmal an diesem Punkt, muss ich sagen, vielen Dank für die Geduld und das alles. Sie hatte die ganze Zeit einen Ersatzwagen von mir bekommen, einen kleinen Toyota Aygo, den sie mir vorher in Zahlung gegeben hat mit Kupplungsschaden. Den habe ich dann aber repariert und der läuft bis Tag heute einwandfrei. Ja. Jetzt sind inzwischen, also wirklich, es hat sich in die Länge gezogen und wir haben auch noch mal, was hatten wir noch getauscht? Sie kam auch mal mit Wasserverlust zu mir, da war der Flansch defekt gewesen. Den haben wir dann auch getauscht. Es war eine Menge, Leute. Und wie gesagt, heute oder jetzt vor kurzem nach der Probefahrt hatten wir Motorkontrollleuchte wieder angehabt mit dem Fehler, Ansaugluft zu dünn oder gemischt zu dünn. Daraufhin habe ich einen Teil vorne getauscht, was mit der Ansaugluft, weiß ich nicht, wie das heißt. Zeige ich euch mal ein Bild vielleicht später oder so. Füge ich mal hier rein. Das habe ich getauscht, haben wir den Fehler nochmal gelöscht. Ich bin dann 50 Kilometer gefahren, kam der Fehler nochmal. Dann habe ich den Fehler wieder gelöscht, bin jetzt 80 Kilometer gefahren. Und jetzt kam erstmal nichts. Die Aussage von der Werkstatt war, naja, wenn man ein Bauteil tauscht, dann ist es normal, dass der Fehler nochmal auftretet, was ich nicht ganz verstehe, aber so sagte die Werkstatt zumindest. Hat den Fehler jetzt nochmal gelöscht, bin 80 Kilometer gefahren, jetzt ist kein neuer Fehler aufgetreten. Ja, ich sage einfach mal in diesem Punkt, der Wagen ist wirklich 22 Jahre alt, da kann und hier und da wirklich mal jeden Tag was kommen. Der fährt aber einwandfrei, der Golf 4, hat auch erst 84.000 Kilometer gelaufen, ja, ist Checkheft gepflegt. Wir haben so viel an dem Auto gemacht, dass ich an diesem Punkt gesagt habe, weiterfahren, gucken, wenn irgendwas kommt, beobachten, observieren. Ich helfe immer gerne, ich lasse euch nicht im Regen stehen. Aber jetzt hier irgendwas weiter reparieren auf Verdacht, macht keinen Sinn. Ja. Ist einfach so, bei so einem alten Auto muss man dann auch endlich mal irgendwann mal sagen, jetzt geht's nicht mehr weiter. Also es läuft ja, funktioniert ja einfach alles. Ne? Nur halt die Kosten, die von meiner Seite ich da schon investiert habe, sind schon einfach zu hoch. Und das lehne ich dann einfach ab. Und das kann auch ein Händler tun. Die Reparaturkosten ablehnen, wenn sie einfach mal, ich habe ja auch angeboten, das Auto zurückzugeben, ne? Das wollen sie ja nicht. Der Wagen hat nur 3.000 Euro gekostet. Ein Golf 4 für 3.000 Euro Automatik mit 84.000 gelaufen. Sowas findest du nicht an jeder Ecke. So, und das wollen sie nicht, also haben wir uns dafür entschieden, alles im Guten, wir verstehen uns super gut, dass wir diese Version machen, sie fahren weiter, wir beobachten und wenn irgendwas Schlimmes am Ball ist, dann agieren wir, aber jetzt momentan sehe ich da keinen Handlungsbedarf. Ne? Wie seht ihr das? Habt ihr mal ein altes Auto gekauft? Ich meine, man muss mir auch hoch anrechnen, dass ich ja auch immer bereit bin zu helfen. Ne? So habe ich ja angefangen, ich habe alte Autos repariert, instand gesetzt und wichtig ist immer, dass du den Leuten hilfst. Ne? Man muss auch mal die Fahrzeuge investieren, reparieren. Man kann die nicht einfach durchschieben, gekauft und verkaufen. Das geht nicht. Dann habt ihr nur Kopfschmerzen. Hier in diesem Fall habe ich Kopfschmerzen wegen dem Steuergerät gehabt. Ne? Aber das habe ich ja jetzt gemacht und jetzt sollte sie allzeit gute Fahrt haben. Ja? Toi, toi, toi. Das sieht natürlich auch. Ich glaube, ich habe mein Telefon im anderen Auto liegen gelassen. Das ist natürlich echt ärgerlich jetzt. Ich werde jetzt gleich mal nachschauen nochmal. Ja. So, kurzer Abschnitt. Der Citroën C3 ist jetzt aufgeladen und ich fahre jetzt zur Werkstatt. Es wäre mega anstrengend, das Ding da hinten aufzubekommen. Nicht, weil das Auto so schwer ist. Ist er ja nicht. Der ist ziemlich leicht. Tatsächlich ein anderer Hintergrund, meine Winde ist defekt und das hat das so schwer gemacht, ja, mit dem Verladen. So, fahren wir hier lang, ist kürzer. So, jetzt müssen wir so einen riesen Umweg machen.
Ja, was soll ich euch sagen? Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt geht's ab in die Werkstatt, wie ich euch schon vorhin erwähnt hatte. Und wollen hoffen, dass der Maciek Zeit hat, jetzt auch zu gucken. So war das vereinbart. Ne? Und ja, dann halte ich euch auf dem Laufenden. Wo ist Maciek? Ist er? Hallo. Er muss gucken an der Stange, er geht. Ja. Hi Alex. Lampo. Hey! Steht genau vor der Tür, Maciek. Ja? Hier steht genau vor der Tür. Okay. Niederlecker. 10 Meter. Ah, den Robot machst du? Ah, den Robot ist in der Werkstatt. Idee ist raus mit dem Robot. Alles finish, na jutro bude patrzył na spokojnie w chuj. Patrz teraz tylko, jest tu ten kuplung kaput, albo nie? Czemu? To... Kuplunga nie zgasztelałeś. Jest neue. Okay. Neue Kupplung, neue Getriebeöl, die Simmeringetech und Getriebe zur Stamm. Ja. Tschüss! 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 Okay, ich hau da mal ab wieder, damit das hier. Oh, schöner BMW! Ja, ja. Guck mal, was für ein Navi? Hast du gekauft, ja? Ja. Okay. Ein Paket. Okay. Mhm. Verkaufst du mir? Oh, Sitze. Hier, elektrische Sitze und so weiter. Ja, nicht schlecht. Großes Navi, M-Lenkrad. Mhm. Originale, komplett M. Komfortsitze. Ne, Leute, seht ihr Komfortsitze? Ja. Mhm. Standheizung. Aha. Webasto? Nee, du nicht Standheizung. Keine. Da ist Papagei-Telefon da drin. Aber Head-Up, ja. Schick, schick, schick. E61, zeitloses Auto, immer schön. Scheinwerfer ein bisschen blind, aber naja. Ich habe schöne M-Felgen für diese Auto. Schwarze. Welche? M-Felge. Original M, schwarz. Kommst du gucken? Kommst du? Mach mal schneller Zitronen, dann reden wir. Wo? Bei mir auf Platz. Schick mal Foto. Ja. Schick mal Foto und Preis. Okay, ciao. 19 Zoll? Ja. 18 Zoll. 18 Zoll. 18 Zoll, schwarz. 200 Euro? Nee. Was? Nee. Nein. 200. Du arbeitest 10 Minuten, 200 Euro von mir immer so eine Schnäppchenpreise. Daniel, hat sich erledigt, danke. Achso, bist du Mike, ja? Ich bin Mike. Wir haben telefoniert. Genau. Ich habe so einen Sauger,
so ein Nasssauger, den könntest du ausleihen und selber mal probieren, wenn du willst. Nee, das Auto war bei Glanz von Hand schon. Ach du, okay, und haben nicht geschafft. Keine Chance. Das ist richtig, das Auto ist feucht geworden. Das ist komplett wie. Kann ich nur anbieten, mehr kann ich nicht sagen. Vielen Dank. Gerne, bis dann. So, weiter geht's. So, Auto ist abgegeben hier in der Werkstatt. Und wir sind alle gespannt, wie es dann weitergeht. Ne? In diesem Sinne machen wir hier mal eine Pause. Beim Kaffee trinken. Ja, genau. Wir machen jetzt gerade Kaffeepause mit meinem guten Freund Wolfgang. Hallo. Ja. Alex hat mich heute eingeladen, ja, weil ich meine Geldbörse nicht mit hatte. Genau. Geht auf die Firma. Das ist das Gute, wenn du selbstständig bist. Dann kannst du tatsächlich sowas absetzen. Und es ist ja auch so, Wolfgang und ich unterhalten uns über den Transport morgen von dem BMW 1er. Aber ich will gar nicht so viel verraten. Bis später. So, Freunde, und das war erstmal der erste Teil von Auto Alex und dem Citroen C3 von Hanna. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall das Abo verschwinden. Ich freue mich. Bis das ist ja nicht die einzigste Baustelle. Ich habe dann auch noch so einen Golf 4 aus dem Jahr Baujahr 2000. Der wurde verkauft im Dezember, auch im Dezember. Und ja, das Auto hat immer mal wieder Probleme gemacht. Und zwar einmal war das Thermostat defekt gewesen. Das Auto wurde nicht warm im drinnen, die Heizung. Das einmal. Dann, was war noch gewesen? Bevor ich ihn verkauft hatte, habe ich ihn ja schon auf Herz und Nieren geprüft. Das bedeutet Bremsbeläge vorne, Bremsbeläge hinten, Zahnriemen erneuert, ja, Motorölwechsel gemacht. Das mache ich bei den alten Autos immer generell. Ja, damit, wenn die Fahrzeuge auch in einer anderen Werkstatt reinfahren, dass sie schon mal sehen, Mensch, der Typ hat da wirklich Geld investiert in das Auto. Und das ist schon mal Auto Alex Quality. Nichtsdestotrotz bleibt es ein altes Auto und macht hier und da ein paar Problemchen. Hier in diesem Falle kam der Wagen dann beim Fahren, ist er einfach mal ausgegangen. Einfach ganz kurz aus und wieder an. Okay, keiner wusste, was es ist. Und dann habe ich natürlich das Auto zu mir genommen, nachdem wir dann den Nockenwellensensor getauscht haben, Kurbelwellensensor. Und was haben wir noch getauscht? Nockenwellensensor, Kurbelwellensensor. Das waren nicht die Fehler, warum er ausging. Der ging trotzdem noch aus. Haben wir dann festgestellt, dass das Steuergerät einen Kurzschluss hat. Ja? Also irgendwie, aus irgendeinem Grund, fragt mich nicht warum, ist das Steuergerät daran schuld gewesen. Okay, dann haben wir einen Fachmann geholt, der das Steuergerät ein neues programmiert, neue Software drauf macht. Aber nicht auf das, was eingebaut war, sondern auf ein anderes. Das andere Steuergerät habe ich von einem anderen Golf, den ich als Teileträger bei mir auf dem Platz zu stehen habe, ausgebaut. So, und da fing dann das Dilemma an. Fahrzeug, der Typ, das hat sich 3 Monate lang hingezogen. Die Kunden, wirklich erstmal an diesem Punkt, muss ich sagen, vielen Dank für die Geduld. Und das alles, sie hatte die ganze Zeit einen Ersatzwagen von mir bekommen. Einen kleinen Toyota Aygo, den sie mir vorher in Zahlung gegeben hat mit Kupplungsschaden. Den habe ich dann aber repariert und der läuft bis Tag heute einwandfrei. Jetzt sind inzwischen, also wirklich, hat sich in die Länge gezogen und wir haben auch noch mal, was hatten wir noch getauscht? Sie kam auch mal mit Wasserverlust zu mir, da war der Flansch defekt gewesen. Den haben wir dann auch getauscht. Es war eine Menge, Leute. Und wie gesagt, heute oder jetzt vor kurzem nach der Probefahrt hatten wir Motorkontrollleuchte wieder angehabt mit dem Fehler Ansaugluft zu dünn oder gemischt zu dünn. Daraufhin habe ich einen Teil vorne getauscht, was mit der Ansaugluft, weiß ich nicht, wie das heißt. Zeige ich euch mal ein Bild vielleicht später oder so. Füge ich mal hier rein. Das habe ich getauscht, haben wir den Fehler nochmal gelöscht. Ich bin dann 50 Kilometer gefahren, kam der Fehler nochmal. Dann habe ich den Fehler wieder gelöscht, bin jetzt 80 Kilometer gefahren und jetzt kam erstmal nichts. Die Aussage von der Werkstatt war, naja, wenn man ein Bauteil
tauscht, dann ist es normal, dass der Fehler nochmal auftretet, was ich nicht ganz verstehe, aber so sagt es die Werkstatt zumindest. Hat den Fehler jetzt nochmal gelöscht, bin 80 Kilometer gefahren, jetzt ist kein neuer Fehler aufgetreten. Ja, ich sage einfach mal in diesem Punkt, der Wagen ist wirklich 22 Jahre alt, da kann und hier und da wirklich mal jeden Tag was kommen. Der fährt aber einwandfrei, der Golf 4, hat auch erst 84.000 Kilometer gelaufen. Ja, ist Checkheft gepflegt, wir haben so viel an dem Auto gemacht, dass ich an diesem Punkt gesagt habe, weiterfahren, gucken, wenn irgendwas kommt, beobachten, observieren, ich helfe immer gerne, ich lasse euch nicht im Regen stehen, aber jetzt hier irgendwas weiter reparieren auf Verdacht, macht keinen Sinn. Ja, ist einfach so, bei so einem alten Auto muss man dann auch endlich mal irgendwann mal sagen, jetzt geht's nicht mehr weiter, also es läuft ja, funktioniert ja einfach alles, ne? Nur halt die Kosten, die von meiner Seite ich da schon investiert habe, sind schon einfach zu hoch. Und das lehne ich dann einfach ab. Und das kann auch ein Händler tun, die Reparaturkosten ablehnen, wenn sie einfach mal... Ich habe ja auch angeboten, das Auto zurückzugeben. Ne? Das wollen sie ja nicht. Der Wagen hat nur 3.000 Euro gekostet. Ein Golf 4 für 3.000 Euro Automatik mit 84.000 gelaufen. Sowas findest du nicht an jeder Ecke. So, und das wollen sie nicht, also haben wir uns dafür entschieden, alles im Guten, wir verstehen uns super gut, dass wir diese Version machen, sie fahren weiter, wir beobachten und wenn irgendwas Schlimmes am Ball ist, dann agieren wir, aber jetzt momentan sehe ich da keinen Handlungsbedarf. Ne? Wie seht ihr das? Habt ihr mal ein altes Auto gekauft? Ich meine, man muss mir auch hoch anrechnen, dass ich ja auch immer bereit bin zu helfen. Ne? So habe ich ja angefangen, ich habe alte Autos repariert, instand gesetzt und wichtig ist immer, dass du den Leuten hilfst. Ne? Man muss auch mal die Fahrzeuge investieren, reparieren. Man kann die nicht einfach durchschieben, gekauft und verkaufen. Das geht nicht. Dann habt ihr nur Kopfschmerzen. Hier in diesem Fall habe ich Kopfschmerzen wegen dem Steuergerät gehabt. Ne? Aber das habe ich ja jetzt gemacht und jetzt sollte sie allzeit gute Fahrt haben. Ja? Toi, toi, toi.